Herzlich willkommen zu einem meiner weiteren Videos zu dem Thema Grundlagen. In diesem Video geht es um die Halbtonschritte, die für Gitarrenschüler schwer nachzuvollziehen sind. Aber dazu braucht auch jeder seine Zeit. Das ging mir damals nicht viel anders. Gut, fangen wir mal an. Auf einem Saiteninstrument die Halbtonschritte jetzt zu erklären, ist am einfachsten, wenn wir uns eine Klaviertastatur einmal dazu nehmen. Denn das Klavier ist ja sozusagen das Standardwerkzeug für jeden Arrangeur, für jeden Komponisten. Also es ist, weil es so herrlich einfach von der Optik her ist. Also das Spielen, ich selbst habe es ja mal gelernt. Ich bin aber auch völlig raus aus dem Klavier, diesen Widerstand und so. Da müsste ich mich auch erstmal mit einarbeiten. Aber der Vorteil ist eben halt für mich, dass ich weiß, okay, wo liegen die Töne auf dem Klavier? Und im Grunde genommen weiß das eigentlich jeder, weil die C-Dur-Tonleiter ja Grundlage ist. Gut, gehen wir die mal jetzt hier gemeinsam durch. Ihr seht jetzt dort eine Tastatur mit 7 weißen Tasten und 5 schwarzen. Die ersten 3 Tasten werden von 2 schwarzen unterbrochen. Die letzten 4 werden von 3 schwarzen Tasten unterbrochen. So, das ist erstmal das Schema. Auf den weißen Tasten liegen folgende Töne. Und zwar C, D, E, F, G, A, H. Ja, das sind erstmal unsere Grundtöne aus der C-Dur-Tonleiter. Und wenn du jetzt nach links guckst, dann siehst du ja, dass es dort weitergeht. Und es geht also tiefer. Also hier würde sich nochmal was anschließen. Ich habe es jetzt einfach mal mitten reingegriffen in die Klaviertastatur. Und wenn es nach rechts geht, es immer weiter höher. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Als nächstes gehen wir nochmal die Saitenstimmung durch. Und ich habe ja jetzt den Gitarrenhals hier mit hineingenommen. Fangen wir einfach mal an mit unserer E-Saite. Die findest du jetzt innerhalb der ersten Oktave. Nochmal kurz zur Wiederholung. Von C bis C ist eine Oktave. Ja, weil es dann ja 8 Töne sind. Zu den 7 gesellt sich jetzt das C noch hinzu. Und jetzt siehst du hier auch fast 3 Oktaven. Hier habe ich zum Schluss das C weggelassen. Ja, aber in der ersten Oktave, da sind wir jetzt, da findest du den Ton E für unsere E-Saite. Kommen wir weiter, dann kommt Ton A. Das ist innerhalb noch der ersten Oktave. So, und jetzt kommt's. D ist bereits in der nächsten Oktave zu finden. Also unsere D-Saite ist in der nächsten Oktave zu finden. Ebenso unsere G-Saite, gefolgt von unserer H-Saite. Ich weiß, international heißt sie B-Saite, weil die romanischen Sprachen sehr wenig das H verwenden. Auch von A und H kann man auch schnell durcheinander bringen. Und das weiß ich selbst auf der Bühne, wenn einer dann A sagt in A und man hat selbst vielleicht gerade H verstanden. Oder umgekehrt. Gut, aber ich bleibe jetzt mal hier bei der deutschen Bezeichnung, weil wir das hier in Deutschland nun mal so benannt haben. Weil B ist bei uns ein Halbton. Und aber dazu komme ich gleich noch. Ja, gut. Und jetzt unsere letzte Saite, also unsere E-Saite, die ist bereits in der nächsten Oktave drin. Also ich wollte jetzt hier auch nicht zu sehr ausschweifen. Ups, da bin ich jetzt schon ein zu viel. So, jetzt guck dir das bitte mal an. Jetzt spielen wir mal dieses E, unsere E-Saite. Und der nächste Ton wäre hier jetzt das F. Und zwischen E und F gibt es keine schwarze Taste. Ist so. Und somit ist das ein Halbtonschritt.
Bei einem Halbtonschritt gehen wir nur ein Bund weiter. Und das hast du jetzt gerade eben schon gesehen. Und zwar am ersten Bund liegt gleich das F. Wenn du den Finger auf den ersten Bund legst, erklingt der Ton F. Zwischen dem Ton F und G, das ist ein ganzer Schritt, weil dazwischen befindet sich eine schwarze Taste, wie du sehen kannst. Und auf dieser schwarzen Taste, stopp, bevor ich mich jetzt total verhaspel. Von F zum G, habe ich gesagt, ist ein ganzer Schritt. Und das bedeutet, zwei Bünde weiter. Ich mache es nochmal zurück. Ton F, Ton G. Zwei Bünde weiter. Hier war das F, 1, 2, ganzer Schritt. So, und zwischen dem F und dem G liegt der Ton Fis und der liegt genau am zweiten Bund. Und Fis ist unser erster Halbton, den wir jetzt hier dann auch auf unserer Gitarre haben. Beim Klavier wäre es das Cis, aber hier auf der Gitarre ist es nun mal das Fis. Wenn wir von oben sehen, aber von unten genau das gleiche. Die unterste Saite ist ja auch die eine nach E gestimmt. Ja? Gut, gehen wir mal weiter. Dann sieht das folgendermaßen aus. Erster Bund F, zweiter Bund Fis, dritter Bund G. So, ich habe mir erlaubt, F und G, also die beiden geraden Töne oder ganzen Töne, nicht geraden Töne, sondern ganzen Töne, in Weiß hier reinzusetzen und das Fis schwarz zu machen. So wie bei einem Klavier auch. Dann ist es, glaube ich, auch für dich leichter jetzt zu verfolgen. So, vom G zum A ist wieder ein ganzer Schritt. Und somit findest du das A auf dem fünften Bund der E-Saite. Und dazwischen liegt der Ton Gis. Ich weiß, es gibt noch andere Bezeichnungen für die Halbtöne, aber da komme ich gleich noch zu. Sagen wir mal jetzt so, wir sind jetzt in einer Kreuztonart. Also unsere erste Saite heißt ja E und E-Dur ist auch eine Kreuztonart. Deswegen fangen wir mal mit den Kreuzen an. Das Kreuz, was du hinter dem F siehst oder hinter dem G, ich zoome mal ran, das ist keine Raute, sondern das ist ein Kreuz, ein musikalisches Kreuz hier, was du hier siehst. Das bedeutet, dass wir diesen Ton um einen halben Ton erhöhen. Mehr ist das ja nicht. Gut, gehen wir mal weiter. So, haben wir jetzt hier die Übersicht. F, Fis, G, Gis und A bis zum fünften Bund. Und am fünften Bund haben wir ja nun das A und der klingt gleich mit unserer A-Saite. Was ich jetzt am sechsten Bund spiele, ist das gleiche, was ich auch am ersten Bund der A-Saite spielen würde. Ja, die Töne sind, die Stimmung ist hier dann gleich. Und du siehst zwischen, nach dem A folgt wieder eine schwarze Taste. Ja, jetzt haben wir mal nur die A-Saite. Die E-Saite haben wir jetzt mal abgeschlossen. Jetzt haben wir die A-Saite und die schwarze Taste ist das Eis. Eis ist ebenfalls ein Halbton und nur einen Bund weiter. Und das heißt, am ersten Bund haben wir bereits das Eis. Denn die siebte Taste, das wäre unser H. Von A zu H wäre wieder ein ganzer Schritt, somit der zweite Bund. So, und was ist jetzt passiert? Und das ist eigentlich generell, weil man nicht Eis sagt, sondern die Leute sagen in der Regel immer, da liegt das B. Und jetzt ist nämlich dieses Problem.
Vielleicht kannst du es jetzt erkennen. Wenn international von B gesprochen wird, dann denken wir gleich an den Halbton B oder könnten an den Halbton B nennen. International heißt unser H ja, wie bereits schon mal erwähnt, B. Und dann siehst du hinter diesem B nochmal ein B. Normalerweise müsste da jetzt stehen HB, aber das wäre die deutsche Bezeichnung. Man passt sich ja auch ja, der Mehrheit an. Und die Mehrheit sagt mittlerweile B mit Bierbauch, das heißt beziehungsweise B-Flat, sagen die Amerikaner dazu. Also dann weiß jeder, das ist das B und das H wird dann B genannt. Ich bleibe aber jetzt hier weiterhin bei der deutschen Bezeichnung. Ich hoffe, dass ich dich ja jetzt nicht zu sehr verwirrt habe. Ja, also hier steht es nochmal, unser Ton H wird international B genannt. Deswegen diese leichte Verwirrung, die da schnell wieder aufkommen kann. So, also vom A zum H wären dann zwei Schritte. Zweiter Bund wäre also das H, beziehungsweise international dann B. Von H zum C siehst du wieder keine schwarze Taste dazwischen und somit wieder ein Halbtonschritt. Deswegen vom H zum C geht es nur ein Bund weiter, weil es ein Halbtonschritt ist. So, und jetzt würde, was beim Klavier ja der erste Halbton ist, das Cis vom C ein Bund weiter ist nicht das Cis und vom C zwei Bünde weiter wäre dann der Ton D. Vom Cis aus wäre es nur ein halber, vom C aus ein ganzer Schritt. Ja, und somit dann wieder zwei Bünde weiter. Gut, und dann hast du auch damit gleichzeitig wieder die D-Seite, die du spielen kannst. Also man muss den Ton D nicht unbedingt immer dann dort spielen, man kann auch das D dann offen spielen. Aber das kommt dann, wenn ich dir die Akkorde hier dann nochmal in der gleichen Art und Weise vorstelle, dann werden wir die Tonleitern durchgehen. Okay, dann haben wir das soweit erstmal. So, und wir befinden uns weiterhin noch in der Kreuztonart und wenn ich jetzt den Halbton nach dem D nehme, ist es das Dis. Und das findest du ebenfalls am ersten Bund. Vom D zum Dis ist ein halber Schritt, also erster Bund. Und nach D kommt ja E. Wenn wir nur einen ganzen Schritt nehmen wollen, findest du dort das E. Ja? So. Und jetzt kommt nochmal E und F und dazwischen liegt keine schwarze Taste. Also geht es nur ein Bund weiter, weil es ja auch nur ein halber Schritt ist. Und F findest du dann am dritten Bund deiner D-Seite. Also E, F. Ja, und jetzt würde welcher Ton kommen? Das G. Beziehungsweise hier würde das jetzt wieder mit den Halbtonschritten wieder von vorne losgehen, so wie du das jetzt hier siehst. Ja, Fis, Gis, B, Cis, Dis. So, und dann habe ich mir mal erlaubt, dass dieses Perlengramm oder diese Perlenkette hier einfach nur bis zum fünften Bund mal aufzuschreiben, weil es würde jeden Anfänger völlig überfordern, wenn ich den gesamten Gitarrenhals jetzt mache. Und du siehst auch, ich habe da weiterhin das B drin stehen, was eigentlich unkorrekt ist, wenn ich denn in der Kreuztonart bin. Denn dann wäre es eigentlich so zu sehen, dass es in der Kreuztonart, wenn ja die Töne erhöht, dann wäre es im richtigen Fall wäre es ja, ich erhöhe ja meine A-Seite, also wäre es Ass und nicht beziehungsweise Eis. Nein, Eis ist es, Entschuldigung. So, Eis wäre es also Eis, weil ich ja die A-Seite erhöhe um einen halben.
Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Also muss man nicht bestehen. So, wenn du dieses B, diesen Bierbauch hast, und jetzt guck dir mal die schwarzen Tasten an und schon werden die nämlich alle vertieft. Und dann gehst du nicht mehr von dem vorherigen Ton aus, sondern jetzt gehst du von dem letzten Ton aus. Ja, da wird zum Beispiel das E. Jetzt mal ein bisschen mehr ranzoome. So. Dann wird das E zum EB, das D zum DB, also das, B wird zu B, A wird zu AB, ich glaube, das heißt dann Ass, bin mir aber jetzt nicht so ganz sicher, und G wird dann zu Gess, also das eigentliche Fis. Gess und Fis ist eigentlich genau derselbe Ton, nur eben halt jetzt, wenn man das jetzt streng sieht, und es gibt Musiker, die sehen sowas sehr, sehr streng. Dann, das heißt jetzt aber Guess. Wir sind in der B-Tonart. So, was ist eine B-Tonart? B-Tonart ist, also die C-Dur ist ja klar. C-Dur ist neutral, hat keine Vorzeichen. A-Dur ist zum Beispiel eine Kreuztonart, genauso wie G-Dur, D-Dur. So, logischerweise B-Tonart ist B-Dur. Aber man wird es nicht glauben. Auch F ist eine B-Tonart. Hier steckt bereits ein B drin. Aber wie sich die Akkorde dann nachher aufzeigen, das kommt in weiteren Videos. Ja, und was du letztendlich dir, im Grunde genommen, so mache ich das, ich merke mir das hier und weil man könnte jetzt auch völlig konfus werden. Ja. Wie gesagt, jetzt hier bei B weiß ich jetzt Bescheid, wenn die Töne um einen halben vertieft werden. Also bei F-Dur werden die Töne dann um einen halben vertieft. Bei der Kreuztonart werden sie um einen halben Ton erhöht. Das würde ich mir so merken. Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo steht oder welches Video darüber aufklärt. Und das weißt du ja jetzt. Okay, sollte ich dir dabei eine Hilfe gewesen sein, das Ganze zu verstehen mit den Halbtönen, wäre es mir eine Freude. Und dann erzähl es auch bitte weiter. Sollte es dir nicht gefallen haben, wie ich das jetzt präsentiert habe, dann behalte es doch bitte für dich und schweige darüber. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch schöne Tage in der Musik, mit der Musik und bis dahin, ne? Ciao!